ist. Ja, ich habe auch völlig vergessen, dass heute noch was anderes kam, und zwar den Nintendo Direct Mini Showcase September 2020. Ja, die wollte ich eigentlich live sehen, hat aber nicht so ganz funktioniert. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal so. Eine Live-Reaction. Ich habe sie noch nicht gesehen. Und ich bin echt sehr gespannt, was dieses Mal drin kommen wird. Ich hoffe natürlich immer noch auf ein paar Pokémon-Details. Beispiel, wann endlich die Schneelande der Krone kommt oder ein Remake oder neue Titel oder was auch immer. Und ich würde mal sagen, einfach mal laufen lassen. Die Showcase geht anscheinend 15 Minuten. Da bin ich mal sehr gespannt. Mal gucken. Peggy 16. Jo. Ja, das kennen wir auch schon. Das war den letzten Malen auch bei. Ja. Nee, ich bin echt sehr gespannt. Nach so einem Monster Hunter Ding wieder aus. Wurf. Ja, das war brav. Let's go! Oder? Von Capcom. Ja, genau. Das sieht aber irgendwie geil aus. Just got an important letter. It looks like we've got a rampage on our hands. Okay. Das ist doch ein Monster Hunter wieder. It's been 50 years since the last calamity. That monster is known as Magnum Malo. Yep. Monster Hunter Rise. Shall we go? Das sieht schon mal optisch eigentlich ziemlich geil aus. Oh, ab nächstes Jahr erst. Okay, mal gucken. Und eine Deluxe Edition für das Hauptspiel, okay. Vorbesteller. Mehr? Nö. You can play the latest installment in the Monster Hunter series wherever you are and however you'd like. We've prepared a trailer for another title, so please take a look. Was macht die Viecher da eben? Wieder ein Spiel von Capcom? Sieht echt so wie so ein bisschen nach Pokémon-Style aus. Coincidence that you were given Red's kinship stone and now a Rathalos egg. This is destiny. I'm so glad you're still alive. I thought I'd never see you again. Sieht ein bisschen wie Pokémon aus. Okay, pal, hey, what's that? I'd be lying if I said I wasn't nervous, but it'll work out.
Noch so ein Monster Hunter Ableger. Oder wie? Red? Moon's blessing emerge. Quick, hurry! We don't know if it's the right monster. Our mission is to see if it truly has catastrophic power. Rathalos are disappearing from their natural habitats. And Angela? Drachenzehen leicht gemacht. Noch ein Monster Hunter Spiel. Okay, gut. Und Mitte nächstes Jahr anscheinend irgendwann. Hello everyone! Welcome to our third Nintendo Direct Mini Partner Showcase. What you've just seen is a first look at Monster Hunter Rise and Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. This Nintendo Direct Mini Partner Showcase presentation will deliver the latest information about upcoming Nintendo Switch games from our Monster Hunter sah echt nicht schlecht aus, aber ist nicht so mein Ding. Monster Hunter habe ich bis jetzt nie so wirklich gespielt. Hab zwar einen für den PC, aber nein. War bis jetzt auch noch nicht so mein Fall bis jetzt. Hat mich bis jetzt nicht umgehauen. More videos in this series will be released this year. All right, let's get started. Move to the rhythm with boxing exercises. The sequel to Fitness Boxing, where you can enjoy working out to the beat, is coming to the Nintendo Switch system. Noch ein Fitnessspiel, wie geil. And match rhythm like da kenne ich immer, der sich freuen würde. Select your favorite music and courses. Then get to it with boxing exercises. Ach, das Customize ist so your instructor's outfit to provide even more variety for your workouts. Ein Rhythmus-Boxspiel. Several features are included in this installment, including the two-player mode, an alarm function, warum braucht man and sowas? The ability to turn off boxing moves. Save data also carries over from the previous game. Ja, so schön. Use all these features to help keep you going. Select any one of the 9 instructors, including 3 new ones. Janice, Hiro, and Karen. All of them have their own distinct personality and are here to support and motivate you. Ja, das wäre ein allgemeines Fitness-Ding und nicht so ein Fitness-Rhythmus-Teil. Box to the beat when Fitness Boxing 2, Rhythm and Exercise, launches on Nintendo Switch December 4th. Nee. Pre-orders begin later today. Da spiele ich lieber Ring Fit Adventure. Macht eher mehr Spaß als dieses. Das Ding. An all new Disgaea game is here, dude! Disgaea? Neues Disgaea, okay. Okay, geil. A zany brand new installment of Disgaea is coming to Nintendo Switch. Disgaea. Ich sag immer Disgaea. He's Zed, the protagonist of Disgaea 6. But he's not just some lowly zombie. As a result of super reincarnation, he'll become stronger the more he dies. Vibrant characters full of personality also make their appearance in colossal showdowns. The beloved over-the-top battle system makes a triumphant return. And now, max damage is in the quadrillions. And the max level is nearly 100 million. What? Reincarnate in a variety of worlds and face off against the strongest god of destruction. Get ready for an experience that defies common sense, genre, and destiny. Disgaea 6, Defiance of Destiny is coming exclusively to Nintendo Switch Summer 2021. Okay. Plus, the previous title, Disgaea 5 Complete, will be free to play for a limited time in a special game trial event exclusively for Nintendo Switch Online members. Oh. Geil. Okay. Defend your turf in a ruthless criminal underworld. There's a whole lot of trouble. The name is Goldie. Way down Chicago way. I run the fortune tellers. But if you're looking for a good time, ain't no better place. I am a performer by art, but keep my business out of the spotlight. Capone and Angelo don't really know what started their feud, but I do. I poisoned Capone's supply and made Angelo take the fall. These people are merely players in my symphony. The world is my stage and I am the star. And
friends, we are about to put on a big show. You know that no one ever really wins. I'm coming for her and her gang. And if you're looking for salvation, come and get it. You know you ain't gonna find it in Mon chéri. The Empire. Mon chéri. Of Sin. Empire of Sin. Sagt mir gar nicht zu. A terrifying threat draws near in this tactical shooter. Far Cry. We closed the trap on Hitler's North Africa campaign. But what next? I'm headed for San Salini, a secluded island to Italy's southwest. My target is General Tobias Schmidt. Tobi! Ought to be a straightforward mission with no surprises. What could be easier? Sniper Elite 4 für die Switch. Okay. Und das dieses Jahr sogar noch interessant. Here's a quick look at what else is coming to Nintendo Switch this month. It's okay. A little too quiet in the long dark. Brave the quiet apocalypse in this exploration survival game. You're on your own as you journey through a frozen wilderness in the aftermath of a geomagnetic disaster. Davon a chilling narrative awaits Vision. In the Wintermute story mode. Or enjoy hours of permadeath survival gameplay. Experience true survival on Nintendo Switch later today. Geht eher zu einer ähnlichen Reihe wie The Forest. Nur dass The Long Dark. The fairway is open in PGA Tour 2K21. Play against the pros on visually stunning real-life courses. Hit the links with friends locally or online. Oh, wie sieht or run das full aus? Seasons and tournaments with online societies. Was ist A das? Physical version of this game swings onto Nintendo Switch September 25th. Das Spiel sieht nicht Defy schön aus. Defy the god of the dead in this Greek mythology-inspired dungeon crawler. Thousands of story events and ability combinations ensure a unique experience each time you hack and slash your way out of the underworld, wielding the powers of mythical weapons of Olympus to aid in your escape. Hades comes to Nintendo Switch later today. Mm-hmm. Dive into the fantastic land of Wonderworld. Welcome to Wonderworld. Leo and Emma were led here by the mysterious maestro Balin. Wonderworld contains 12 dreamlike stages, including an ocean stage, a wind stage, and more. As Leo and Emma, you'll don costumes to wield a variety of abilities. Ride the wind to float in the air, or pack powerful punches to destroy giant blocks. There are over 80 costumes to find. Use each costume's abilities and collect hidden statues to progress to new stages. Rasierblatt oder sowas. Menacing bosses await at the end of each stage. Die Katze ist cool. You can also pass a Joy-Con controller to a friend in a co-op mode. Combine your abilities and navigate through stages together. Kann das sogar noch zu zweit spielen? Cool. Balin is waiting for you. Ich Balin Wonderworld will make its grand entrance on Nintendo Switch in 2021. Das werde ich mir dann gleich aufschreiben. Your new life in a fantasy world is about to begin. Oh. Build oh, a new life amidst a grand adventure in this heartwarming RPG. Fucking Rune Factory Foot. Wann kommt das bitte? Ich weiß, was ich eben mache. As a young man or woman with no memories. Ich werde mal eben kurz pausieren, mal eben ein bisschen zurückgehen und mal jemanden dazu holen. Also kurz bis gleich. Darum, pass auf, hier. Wonderworld ja. will make its grand entrance on Nintendo Switch Spring 2021. Your new life in a fantasy world is about to begin. Build a new life amidst a grand adventure in this heartwarming RPG. Hm.
As a young man or woman with no memories, you'll get a fresh start in the rural town of Rigbarth as a peacekeeping ranger. In addition to protecting the town, your day-to-day will include harvesting crops and fishing in the river. You may even find a special someone to start dating, fall in love, and get married. A new battle system allows you to perform combo attacks with allies to take down monsters. Begin your life anew in a fantasy world when Rune Factory 5 comes to Nintendo Switch in 2021. 2021. All right, this next title will be our last announcement. Was? Letzte Ankündigung? Was soll noch jetzt noch kommen? Uri? Für die Switch? Im Laufe des Tages. Das ist, kommt heute also noch raus. Das war's? Vorbestellbar. That's all for today's Nintendo Direct Mini Partner Showcase. Thank you okay, for watching. Das war's. Und es gibt noch ein anderes Spiel. Warte mal. Ja, Ziel ist nicht so. Ich weiß, dass es haben will. Meine Güte. Weil hier, das hier, könnte auch. Welcome to Wonderworld. Leo and Emma were led here by the mysterious maestro Balin. Das ist auf uns Square Enix und sieht ziemlich geil. Wonderworld contains 12 dreamlike stages. Including an ocean stage, a wind stage, oh, and more. Deswegen sag ich ja, für uns beide. As Leo and Emma, you'll don costumes to wield a variety of abilities. Ride the wind to float in the air. Pack powerful punches to destroy giant blocks. There are over 80 costumes to find. Use each costume's abilities and collect hidden statues to progress to new stages. Menacing bosses await at the end of each stage. You can also pass a Joy-Con controller to a friend in a co-op mode. Combine your abilities and navigate through stages together. Balin is waiting for you. Balin Wonderworld will make its grand entrance on Nintendo Switch Spring 2021. Aber ich finde es schade, zu Pokémon haben die gar nichts gesagt. Absolut nichts. Weder eine Anmerkung zum Remake, noch irgendeine andere Fortsetzung, noch was zu Schneelande der Krone. Da möchte ich schon gern wissen, wann es jetzt endlich mal rauskommt. Ich glaube, Oktober war die Ansage. Herbst. Ja, Herbst ist zu lang. Genau das ist das Problem. September, Oktober, November. Ja, denk mal nach. Wir haben jetzt Mitte September. Also es sollte eigentlich mal so langsam mal kommen, bin ich der Meinung. Ich bin der Meinung, sie hatten irgendwas mal mit Oktober gesagt. Na, aber sonst, ja. Also dieses eine Underworld würde mich schon interessieren. Ori als Collector's Edition würde mich schon interessieren. Auch wenn ich das Spiel nicht selber gespielt habe, ich finde die Musik einfach geil. Ja. Bei dir ist was anderes, so willst du spielen. Auch. Aber ich bin am überlegen, auch so eine CD zu holen mit dieser Musik. Mhm. Mit den Soundtracks. Ja. Das ist einfach schön. Wir haben das ja auch von den anderen Dingern, aber das ist was anderes. Mhm. Aber ich würde sagen, ja, das reicht dann, ne? Ja!
Diese Frau. Nein, du hast keinen Armboss. Ich habe eine Tasse, das reicht, um die eine zu verbrennen. Frau, tschüss.